Oszillatoren mit Schmidträger. Quasi, wenn man keinen 555er IC hat. Zu dem kommen wir dann auch noch, aber das dauert jetzt nämlich noch 40 Blöcke oder so. Dann kann ich mit so einem Schmidträger ganz einfach einen Oszillator aufbauen. Und das schaut dann so aus. Also ich brauche nur meinen Schmidträger, einen Widerstand und einen Kondensator und ich bin fertig. Und das Ding schwingt vor sich hin und erzeugt am Ausgang vom Schmidträger ein schönes Rechtecksignal und hier ein bisschen ein verwortakeltes Dreiecksignal. Überlegen wir uns, was hier passiert. Nehme ich neues Papier. So. Das ist die Zeit und das ist die Spannung am Kondensator. Das ist die Zeit und US ist jetzt die Ausgangsspannung vom Schmidträger, mir ist keine andere Bezeichnung eingefallen. Und ich behaupte jetzt mal, das ist ein frei wählbar, ich sage einfach mal, am Anfang, zum Zeitpunkt 0, ist der Kondensator ungeladen. Gut, dann ist meine erste Frage, wenn der Kondensator ungeladen ist, was ist das Ausgangssignal vom Schmidträger? Also wir haben hier am Eingang 0 Volt quasi. Es sind nicht 1. Genau, also es reicht. So, dann tragen wir hier 1 ein. Und dann brauche ich eine neue Farbe. Oder so. So. Das heißt, ich trage jetzt mal hier oben die beiden Schwellen ein, die der Schmidträger hat. Und sag mal, die eine Schwelle ist hier und sag mal, die andere Schwelle ist hier. Wenn jetzt der Ausgang auf High ist, welche der beiden Schwellen ist für uns aktiv? Die untere, weil es invertiert. Also, wir sind jetzt hier von dem Eingangsniveau. Wenn es die untere Schwelle ist, dann würde er quasi schalten, so wie die Spannung bis da angeht, also sehr früh. Wollen wir, dass beim Schmidträger der Ausgang eher sehr früh oder eher sehr spät umschaltet, wenn sich ein Signal ändert? Spät. Spät. Das heißt, allein daraus können wir sagen, welche der beiden Schwellen ist aktiv? Die obere, genau. Also, haben wir diese Schwelle hier. Außerdem trage ich ein, jetzt brauche ich noch eine Farbe. Also, wir spannen jetzt quasi vor auf dieses Potenzial hier. Das ist nochmal unser Ausgangspotenzial. Das heißt, wir würden eine RC-Ladekurve erwarten. Wie schaut so eine RC-Ladekurve aus? Wenn wir da eine Spannung haben und über einen Widerstand einen Kondensator laden, kann das jemand gestikulieren? Wie schaut diese... Ja, perfekt, perfekt. Also wir haben jetzt mal das Laden, das schaut irgendwie so aus, nicht? Und das ist ja eigentlich nicht mehr. Irgendwie so sollte das ausschauen. Und das ist eine asymptotische Linie, die man sofort erkennt. Okay, aber wir wissen natürlich, so kann der Funktionskraft nicht ausschauen, weil hier wird was passieren. Hier wird der Ausgang von dem Schmidträger umschalten.
Das heißt, wir können die Linie jetzt eigentlich nur bis zu diesem Punkt hier zeichnen. So. Und bis zu diesem Punkt hier bleibt auch der Ausgang high. Und so wie wir jetzt an diesem Punkt sind, sagt der Schmidt-Träger, oh, ich muss umschalten. Das ist es, der geht jetzt gerade in einen ganz anderen Bereich, die andere Seite von diesem Spektrum rüber. Das heißt, der Ausgang von dem Schmidt-Träger geht sofort auf Low. Und jetzt, weil natürlich der Ausgang wieder über diesen Widerstand mit diesem Kondensat verbunden ist, drehen wir es genau um. Jetzt entladen wir den Kondensator über diesen Widerstand und damit spiegeln wir im Grunde dieses Bild hier. Das heißt, ab jetzt ist meine Schwelle hier unten, weil wir jetzt gerade in diesem anderen Zustand sind von dem Schmidt-Träger. Wir machen Vorspannung auf dieses Niveau hier. Das heißt, der Funktionsgraph, den wir erwarten würden für die Kondensatorspannung, ist irgendwie sowas. Aber natürlich passiert das nur, bis wieder diese untere Schwelle erreicht wird. Das heißt, das ist der Ausschnitt, den wir tatsächlich sehen. Und an dem Punkt, da schaltet der Ausgang wieder auf High. Und dann geht das ganze Spielchen von vorn los. Jetzt ist der Ausgang auf High. Wir haben die, für uns gilt die obere Schranke. Wir machen eine Vorspannung auf dieses Potenzial hier. Das heißt, wir würden eine Kondensatorladekurve erwarten, die irgendwie so ist. Aber natürlich spielt es das irgendwie nur bis dahin, weil da schaltet man wieder um und so weiter und so fort. Dann wird er sich wieder entladen, wieder laden, wieder entladen. Immer zwischen ein Drittel und zwei Drittel Niveau, wenn unser Schmidt-Träger eben ein Drittel und zwei Drittel Versorgungsspannung als Schwellen hat. Und der Ausgang wird dann dementsprechend so. Und so kommt das eben zustande, dass diese Schaltung anfängt zu schwingen. Weil die immer diesen Kondensator lädt und entlädt und über diese versetzten Schmidt-Trigger, Triggerspannungen, Triggerpegel, eben vorgibt, wie weit der Kondensator geladen und entladen. Und man sieht, wenn man, wie wir das hier gemacht haben, wenn man quasi anfängt mit einem vollständig entladenen Kondensator, dann wird natürlich der erste Puls ein bisschen länger sein. Weil ich jetzt nicht nur von hier bis zur oberen Schwelle muss, sondern ich fange vollständig entladen an. Aber danach pendelt die Spannung eigentlich nur zwischen diesen beiden Grenzwerten hin und her und erreicht aber nie wieder eine Spannung, die niedriger oder höher ist als diese Grenzwerte. Gut. Ah, da geht dann schon die Diskussion los. Die Diskussion geht ohne uns los. Dann frage ich jetzt mal gleich, ich weiß nicht, ob es in der Diskussion nochmal vorkommt, wovon wird denn die Frequenz bestimmt in dieser Schaltung? Von dem Kondensator, wie stark der ist, also wie viel Kapazität der hat. Ja, okay, das heißt, ein großer Kondensator, schwingt das schnell oder langsam? Langsam, weil er länger braucht. Perfekt, ja, genau. Braucht länger zum Laden, genau. Okay, was... Also das war die eine Komponente, die bestimmt die Frequenz von dieser Schaltung. Was bestimmt noch die Frequenz dieser Schaltung? Ja, natürlich der Widerstand. Wenn dieser Widerstand sehr groß ist, langsam oder schnell schwingen? Wenn er groß ist. Ja, genau. Also großer Widerstand heißt, es schwingt langsam, weil dann natürlich nur ein kleiner Strom durch den großen Widerstand kann und ein kleiner Strom lädt den Kondensator langsam. Oder man sagt, man schaut nach, wie das mit der Kondensatorladekurve war und dort sieht man dann immer, dass es dieses R mal C als ein Term immer vorkommt. Das heißt, man kann quasi die Zeitkonstante von dem System immer beeinflussen, egal ob es R verdoppelt oder C verdoppelt, hat die gleiche Auswirkung.
Gut, das sind zwei Komponenten. Eine dritte Komponente braucht man noch, die die Frequenz von dieser Schaltung bestimmt. Die Schaltschwellen, genau. Und wovon sind die abhängig? Also für den Schmidträger. Genau. Das heißt, je nach Schmidträger kann sein, dass es ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer schwingt, je nachdem, wo der seine Schaltschwellen hat. Das heißt, das ist jetzt vielleicht kein super Oszillator, um, weiß ich nicht, ein Musikinstrument zu bauen, das dann bei genau einer Frequenz gestimmt schwingen soll. Weil es sein kann, dass die Bauteilschwankungen bei den Schmidträgern dafür sorgen, dass zwei baugleiche Oszillatoren nicht gleich schnell schwingen. Aber wenn es darum geht, einen Lampball zum Blinken zu bringen zum Beispiel, dann stört mich das nicht so, weil dann reicht es quasi, wenn es in der richtigen Größenordnung ist und ob es jetzt irgendwie um ein paar Prozent schneller oder langsamer blinkt, das fällt ja keinem auf. Solange man nicht zwei solche Lampen nebeneinander macht, dann fällt es einem sehr schnell auf, welches davon schneller blinkt. Gut, sehr schön. Also, wer war im Ostsee-Workshop? Perfekt. Erinnert ihr euch an die Schaltung, die ihr gemessen habt, ganz am Schluss vom Ostsee-Workshop? Ich mache sie auf. So. Messen mit dem Oszilloskop. So, dieses Ding da, das habe ich aufgebaut gehabt, wenn ihr euch erinnert. Also, vielleicht könnt ihr euch an das erinnern. Was ist das für eine Schaltung? Welche Teile dieser Schaltung können wir vielleicht identifizieren? Widerstände. Okay, das sind Widerstände. Gut. Machen wir mal so, das sind Widerstände, was ist noch für ein Bauteil hier? Mhm. Kondensator, dann fehlen uns noch zwei Arten von Bauteilen. Genau. Und? Genau, und ein Opern. So. Wer kann mir sagen, welche Bauteile da drinnen einen Schmidträger implementieren? Ich gebe einen Tipp, der Op-Amp ist einer davon. Der Op-Amp, das C und der R4, oder? Welche? C1, R4. C1? War ein Kondensator Teil unseres Sub-Online-Schmidträger? Nicht. Nein, nein, das nicht, ja. Nein, das neu. Ja, R1 und R2, das ist eine gute Idee. Was ist denn R1 und R2? Also was ist das erste Wort, das man quasi im Kopf haben sollte, wenn man nur den Teil von der Schaltung sieht? Spannungsteiler, genau. Also R1 und R2 machen mal einen Spannungsteiler. Und wir haben dann vorher gehabt, man kann Spannungsteiler mit ganz vielen Widerständen auch machen, also alle auf einen Punkt. Dann kann man eine gewichtete Mittelung machen. Gibt es da noch eine Größe, die wir da mit reinmitteln? Ja, R3. Wie kommt das Signal her, dass wir über R3 auf diesen Punkt einkoppeln? Vom Ausgang. So, also was ist hier ein Schmidträger? R1, 2, 3. Genau, R1, 2, 3 und der Op-Amp. Die machen genau unsere Schmidträgerschalter. Da ist der Eingang am negativen Eingang vom Op-Amp. Und der Ausgang ist rückgekoppelt über einen Widerstand auf den positiven Eingang. Also wir haben diese positive Rückkopplung. Und diesen Spannungsteiler. Das heißt, dieser Punkt hier in der Schaltung definiert uns unsere Triggerschwelle. Der Punkt wird immer verglichen mit dem negativen Eingang. Und das wird mal vorgespannt über diese beiden Widerstände. Damit kriegt das mal so einen Wert etwa mittig,
zwischen den Versorgungsspannungen. Aber über R3 bestimmen wir dann noch, wie weit das abgelenkt werden soll. Also der Ausgang, wenn der auf H ist, zieht der über R3 diesen Punkt hin zur positiven Versorgungsspannung. Wenn der Ausgang low ist, zieht er über R3 diesen Punkt zur negativen Versorgungsspannung. Also wir haben hier genau diese Triggerschwelle, die sich verschiebt. Und dann haben wir hier den Ausgang von unserem Schmidt-Trigger jetzt, weil wenn wir diese Widerstände mit reinrechnen, Schmidt-Trigger, den Ausgang über ein RC an den negativen Eingang. Das ist genau das, was wir vorher gehabt haben. Also wenn ihr das zeichnet einfach auf. Aha. So. Und das hier ist eben ein Schmidt-Trigger im Invertierender. Also das ist die Schaltung, die wir vorher gehabt haben. Und das ist genau diese Schaltung, nur dass wir eben hier nicht einen Schmidt-Trigger haben, sondern was wir vorher gehabt haben, wir bauen uns einen Schmidt-Trigger selber aus Op-Amps. Ich glaube, wir sehen hier auch ganz gut den Vorteil, den das hat, wenn man dieses Schmidt-Trigger-Symbol in einer Schaltung verwendet. Weil wir da vorher darüber diskutiert haben. Okay, dann kommt jetzt die Bonusfrage. Was ändere ich mit R3? Und was ändere ich mit R4? Die Schwellen. Gut, also die Schwellen ändere ich mit R3. Das heißt, was passiert mit der Frequenz, wenn R3 sehr klein ist? Sie wird größer. Nein. Aber das ist eine 50-50 Chance. Also, wenn R3 sehr klein ist, ich habe das bewusst so gemacht, weil vorher haben wir immer quasi die richtige Antwort, aber die Frequenz wird größer. Also, wenn R3 sehr klein ist, wenn R3 sehr klein ist, dann heißt das, dass dieser Rückkopplungspfad sehr stark ist. Nicht? Großer, kleiner Widerstand heißt großer Leitwert. Das heißt, kleiner R3 heißt, die Schwellen sind sehr weit auseinander. Und wenn diese Schwellen sehr weit auseinander sind, dann braucht es natürlich länger, bis die RC-Ladekurve die nächste Schwelle erreicht. Aber wir sehen auch, dass solange diese Schwellen sehr, sehr klein, also der Abstand zwischen den Schwellen sehr, sehr klein ist, gegenüber der Versorgungsspannung, ist das ein annähernd linearer Bezug. Wenn ich quasi den Abstand der Schwellen zueinander verdoppel, halbiere ich die Frequenz. Dann braucht doppelt so lang. Weil ich in diesem Bereich in der Mitte quasi sagen kann, praktisch ist diese Linie gerade. Wenn aber diese Schwellen nahe an den Rand gehen, dann flacht er diese Ladekurve immer weiter ab. Das heißt, über das Verstellen von diesen Schwellen kann ich eine beliebig große Frequenz machen, theoretisch, indem ich quasi die Schwellen sehr, sehr nah an die Versorgungsspannung heranwachsen lasse. Und dann braucht es sehr, sehr lange, bis die Ladekurve wirklich dorthin kommt. Aber natürlich, dann ist meine Frequenz nicht mehr sehr stabil, weil sich dann die Ladekurve hier irgendwie so asymptotisch diesen Punkt nähert und bei einer Iteration ist er ein bisschen früher, bei der nächsten Iteration ein bisschen später an genau diesem magischen Schwellenwert. Das heißt, wenn wir eine stabile Oszillation haben wollen, dann sollten wir das nicht machen, dass wir die Frequenz vergrößern, indem wir extrem nah an diesen Bereich gehen, sondern wir sollten das so vielleicht bei einem Drittel lassen. Da schwingt das dann sehr, sehr stabil und schön. Und stattdessen die Frequenz über R4 ändern. Was macht R4? Das RC geht einstellen, genau. Es ist einfach viel leichter, einen Widerstand zu verändern, als einen Kondensator zu verändern. Vor allem, weil dieser Kondensator nicht gerade klein ist. Also wir haben hier zum Umstecken gehabt 10 Mikrofarad, 470 Nanofarad und gerade so Elkos und so, das hat man jetzt nicht unbedingt als Kondensatoren, die man einstellen kann, weil das eher so Platten in freier Luft sind und das sind immer sehr kleine Kapazitäten. Also kann man das RC-Glied einstellen über diesen Widerstand. Das heißt, ein sehr, sehr kleiner Widerstand macht hier was? Was heißt größere Schwingung? Schnellere Schwingung, genau, größere Frequenz. Ja. Mhm. Genau, genau. Weil das Laden und Entladen ja schneller geht, weil einfach es schneller herkommt und schneller weggeht. Genau, genau, das ist es. Also man kann es leichter laden und entladen. Es geht mehr Strom in diesen Kondensator hinein und draußen.
mehr Strom heißt, dass er seine Spannung schneller ändert. Perfekt, perfekt. So, dann waren wir da, komplexe Zahlen nicht schmittriger. Achso, und dann waren wir bei den Oszillatoren schon. Gut, Übung. Gegeben ist ein solcher Oszillator mit R1 ist 1 Kiloohm, C1 ist 1 Mikrofarad. Die drei inneren Widerstände des Schmittträgers haben denselben Wert. Mit welcher Frequenz schwingt der Oszillator? Das lasse ich jetzt wieder für Experimentiergruppe oder daheim. Nur eine Frage stelle ich dazu. Die drei inneren Widerstände des Schmittträgers haben denselben Wert. Welche Information ziehen wir aus diesem Satz? Was sagt uns das? Zeigt vielleicht den Schmittträger nochmal her. Die drei inneren Widerstände. Ja, also das sind die, das ist quasi die Innenbeschaltung von, oder die Innenbeschaltung, die wir annehmen für unseren Schmittträger. Wir haben vorher gesagt, die schauen anders aus. Und wir sagen, diese drei Widerstände, die haben alle drei den gleichen Wert. Und wir gehen davon aus, dass der Ausgang des Op-Amps von Rail to Rail schwingen kann. Also die positive und negative Versorgungsspannung ganz erreichen kann. Was sagt uns das? Welche Kenngrößen könnten denn sinnvoll sein zu wissen für einen Schmittträger? Nicht, also kennt man zum Beispiel, wie schnell er reagiert oder sowas. Aber wie schnell er reagiert, das sehen wir nicht an den Widerständen. Die Schwellen, oder? Ja, die Schwellen. Und was heißt das für die Schwellen, wenn alle drei Widerstände gleich groß sind? Wie sind dann die Schwellen, wo liegen die? Weiß ich dann genau, bei welcher Spannung die liegen? Weiß ich dann, die eine Schwelle liegt bei 1 Volt und die andere Schwelle liegt bei 2 Volt? Kann ich so eine Aussage daraus ableiten? Nein. Aber was weiß ich? Wahrscheinlich ist es ein Drittel und zwei Drittel. Ja, es ist ein Drittel und zwei Drittel. Wahrscheinlich. Genau. Aber warum? Na, denken wir uns durch. Also, der Ausgang hat ja nur zwei Zustände. Der kann high sein oder low. Sagen wir mal, der Ausgang ist high. Dann haben wir zwei Widerstände gegen high, nämlich den hier und den hier. Die haben den gleichen Wert, das heißt die Parallelschaltung von deren ist dann quasi der halbe von diesen Widerstandswerten. Und dann haben wir in die andere Richtung noch einen ganzen Widerstand. Und wir wissen, die Spannung teilt sich auf proportional zu den Widerständen. Das heißt, wir hätten dann quasi hier ein Drittel der Spannung und unten zwei Drittel der Spannung, weil das Verhältnis dieser Widerstände 1 zu 2 ist. Wenn jetzt der Ausgang aber low ist, dann ist der parallele Widerstand genau auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben dann quasi einmal unseren Widerstandswert zur positiven Versorgungsspannung, aber dann den gleichen Widerstandswert, aber zweimal parallel gegen Ground. Und zwei parallele gleiche Widerstände haben natürlich den halben Wert. Das heißt, wir haben wieder ein Verhältnis von 0,5 zu 1 oder 1 zu 2. Das heißt, es wird hier oben doppelt so viel Spannung abfallen wie unten und damit ergibt sich dann wieder ein Eindrittel zu Zweidrittel Verhältnis, aber diesmal in die andere Richtung. Also aus diesem Satz, alle drei Widerstände haben den gleichen Wert, da brauche ich im Grunde nur beide Möglichkeiten durchrechnen. Was kann der Ausgang eigentlich machen? Weiß ich, dass die Schwellen bei einem Drittel und zwei Drittel der Versorgungsspannung liegen. Gut, das heißt, nachdem ich jetzt das durchschaut habe, dann habe ich hier eigentlich nur noch gegeben das R und das C. Und jetzt ist gefragt, was ist die Frequenz? Und wie könnte ich mir das jetzt ausrechnen? Wie könnte ich mir das überlegen? Anhand von dem, was wir gemacht haben vor einer halben Ewigkeit.
Hier RC-Ladekurven. Da haben wir hier diese Formel oder diese Formel. Beide mal die gleiche Formel. Ich habe es nur zweimal hingeschrieben, wegen dem Umformen von dieser Exponentialfunktion. Und die beschreibt diese Ladekurve, die wir hier oben sehen. Das war der Archetyp, von dem wir ausgehen, von einer RC-Ladekurve. Und alle anderen Sachen überlegen wir uns aus diesem Archetyp einer RC-Ladekurve. Jetzt interessiert uns aber nicht, wie lange wir brauchen von 0 irgendwo da oben. Wie lange braucht es denn von 0 bis zu dieser Spannung? Unendlich, genau. Also das ist eine unsinnige Frage. Und uns interessiert quasi auch nicht, wie lange braucht es von hier bis zu 2/3 von dieser Spannung. Das kann man uns ausrechnen mit der Formel da unten. Sondern wir wollen von 1/3 bis zu 2/3 gehen. Und das geht ganz einfach mit der Formel. Wir überlegen uns, wie lange brauchen wir zu 1/3 von 0 weg. Wie lange brauchen wir zu 2/3 von 0 weg und dann ziehen wir das ab, was wir zu 1/3 brauchen und dann wissen wir, wie lange es quasi von hier nach da braucht. Diese Zeitspanne nehmen wir mal 2, weil eine Periodendauer ist ja von hier nach da und dann wieder runter. Dann haben wir das Problem gelöst. Also das ist der Lösungsweg für das Beispiel und rechnen kann dann entweder jeder für sich oder wir machen es in der Experimentiergruppe, wenn jemand will. Gut. Gut, das kann man noch aufbauen und messen. Nachdem man es sich ausgerechnet hat, und dann schaut man, ob die Realität übereinstimmt mit der Rechnung und wenn nicht, ist die Realität natürlich falsch. Gut, dann haben wir noch einen letzten Punkt. Wir haben einen Schaltplan für einen Sägezahn-Oszillator. Und jetzt ist noch die Frage, wie funktioniert der? Dann sind wir, glaube ich, fertig für heute. Gut. Wer hat eine Idee, was man jetzt sagen könnte, was man angehen könnte, um diese Schaltung da auseinanderzunehmen? Also, die... Also wie schaut ein Sägezahn aus? Also unser Sägezahn-Oszillator macht sowas hier. Ja. Also das ist die Funktion, die die diese Schaltung hier erzeugen sollte. Also wir haben vorher quasi einen Dreiecksoszillator gehabt, in dem wir quasi den mittleren Teil von einer solchen RC-Ladekurve genommen haben und gesagt haben, wenn wir nur den mittleren Teil nehmen, dann stört uns das nicht, dass die leicht gekrümmt ist, weil da sieht man es noch nicht so gut. Und dann haben wir abwechselnd geladen und entladen. Und damit haben wir dann diese Dreiecksform zusammenbekommen. Und jetzt haben wir hier so etwas Ähnliches, nur dass wir viel, viel schneller in dem Fall entladen als laden. Also wir laden quasi langsam. Und dann entladen wir schlagartig. Das muss mit der Diode zu tun haben. Nein, das hat nichts mit der Diode zu tun. In einer idealen Welt bräuchten wir diese Diode nicht. Ideale Welt. Ja. Okay, denken wir uns mal die rechte Seite von der Schaltung weg. Ja? Die Schaltung ist nur diese Spalte hier. Und sagen wir, der Kondensator ist am Anfang ungeladen. Was wird dann passieren, so wie wir die Schaltung versorgen? Wenn wir die Versorgungsspannung einschalten. Ja, der Kondensator lädt sich auf. Lädt er sich schlagartig auf oder langsam?
Genau, Widerstand bewegt sich langsam. Also es fließt hier ein Strom durch, der Widerstand begrenzt diesen Strom und der Kondensator lädt sich eben langsam. Okay, dann schauen wir uns quasi jetzt an, den Teil denken wir uns immer noch weg. Ja? Aber wir schauen uns jetzt das hier. Was ist das hier? Okay, was ist das hier? Eine Impedanzwandler. Eine Impedanzwandler, genau. Das heißt, das, was macht der Impedanzwandler hier? Genau, das Eingangssignal ist einfach dieser Punkt hier in der Schaltung. Also wir wollen einfach, dass eine Last, die wir da anhängen, wenn wir da jetzt einen Lampen leuchten lassen oder was auch immer, nein, zum Leuchten von einem Lampen braucht nicht unbedingt einen Sägezahn, das ist eine ungünstige Wellenform zum Lampen leuchten lassen. Aber da will ich mein, Ost ist auch ein schlechtes Beispiel, das hochohmig ist, ich will irgendwas anhängen, was einen Sägezahn braucht und dann lustige Dinge macht damit, da will ich vielleicht ein bisschen Strom haben am Ausgang. Und ich will den Strom aber nicht aus diesem Punkt der Schaltung ziehen. Weil den Strom, den ich hier rausziehe, der fließt ja durch diesen Kondensator durch und damit ändere ich quasi das Ladeverhalten von dem Kondensator. Den will ich da eigentlich nicht angreifen müssen hier und darum entkoppel ich das mit dem Impedanzwandler. Okay, das heißt, das, was ich am Ausgang sehe, wir denken uns den Teil mit dem Schmidträger immer noch weg, ich schalte die Schaltung ein und was beobachte ich dann für eine Wellenform am Ausgang? So, das ist T, das ist U und rot ist jetzt meine Versorgungswand. So, U plus, nein, das ist ja wurscht. So, der Kondensator ist ungeladen, am Anfang ist nichts versorgt, das heißt, ich kann relativ, nimm mal grün, ich kann relativ einfach sagen, bis zu diesem Punkt ist das Ausgangssignal einfach nur 0. Was passiert jetzt in dem Augenblick, in dem ich die Versorgungsspannung einschalte? Wird sich in diesem Augenblick die Spannung, die an dem Kondensator abfällt, ändern? Kann die Spannung an einem Kondensator sich schlagartig ändern? Nein, warum nicht? Warum kann ein Kondensator das nicht? Blöder Kondensator. An der Widerstand kann ich die Spannung schlagartig ändern. Warum geht das mit dem Kondensator nicht? Wenn da immer ein Widerstand aufkommt, dann wird immer eine Zeit schon krank. Damit ich einen Kondensator laden kann, was muss ich denn machen mit dem Kondensator? Damit das eine Spannung ändert. Muss ihn laden. Das heißt, ich muss Ladung in diesen Kondensator hineinbringen. Erinnert euch an das Gesetz, das einen Kondensator beschreibt, wo ich die Merkbrücke gesagt habe, das erste zoologische Gesetz der Elektrotechnik? Das war eine schlechte Merkbrücke. Aha, was mit Q? Der Mich weiß es. Irgendwie erinnere ich mich an eine Kuh. Ja, genau. Also da haben wir gesagt, Q ist Q. Nicht? Q ist Q, erinnert ihr euch daran? Und dieses Q ist die Ladung, die in Summe durch den Kondensator durchgeflossen ist. Haben wir dann eine philosophische Diskussion darüber geführt, kann eine Ladung durchfließen oder kommt eine andere Ladung raus, die reingekommen ist. Aber es ist wurscht, wir betrachten es als Bauteil, von dem wir nicht wissen, wir sind aufgebaut, dass Ladung ist durchgeflossen. Was ist C? Die Kapazität, die Kenngröße des Kondensators. Und was ist U? Die Spannung am Kondensator. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich die Spannung sprunghaft ändert von dem Kondensator, dann muss ich das schaffen, dass sich die Ladung in dem Kondensator sprunghaft ändert. Aber die Ladung ist ja nichts anderes als quasi das Integral, also das Aufsummieren dieses Stroms über die Zeit. Das heißt,
damit ein Kondensator sprunghaft seine Spannung ändern kann, müsste ich quasi irgendwie unendlich viel Strom für ein unendlich kurzes Zeitintervall durchpumpen. Und das klingt alles schon so, als ob das in der Praxis nicht passieren wird. Das heißt, für ganz, ganz schnelle Änderungen kann ich immer sagen, die Spannung an dem Kondensator ändert sich nicht. Und die Spannung an dem Kondensator war vorher null, also unmittelbar vor, dass man sprung, also wird die Spannung an dem Kondensator auch unmittelbar nach dem Sprung immer noch null sein. Das heißt, wir können jetzt mal sagen, wir machen den Sprung, dann haben wir hier auf einmal oben ein gewisses Potenzial, wir haben vielleicht die Flussspannung der Diode, Abfall, und dann einen Spannungsabfall von 0 Volt am Kondensator. Weil der war unmittelbar davor 0 Volt, also muss er immer noch 0 Volt sein. Das heißt, das Einzige, was die Ausgangsspannung trennt von der Versorgungsspannung, ist die Flussspannung der Diode. Und nachdem wir hier keine Skalen haben, kann ich mal behaupten, das ist so viel. Und dann stehen wir hier. Okay, also das war quasi dieser Augenblick des Einschaltens. Und jetzt lassen wir Zeit vergehen. Was passiert, wenn wir jetzt Zeit vergehen lassen in dieser Schaltung? Wo fällt denn diese Spannung hier ab? Also ja, am Ausgang, aber den Ausgang meine ich jetzt nicht. An welchem Bauteil in der Schaltung fällt diese Spannung hier ab? An den Widerstand, genau. Und was sagt uns das Ohmsche Gesetz, was passiert, wenn eine Widerstandsspannung abfällt? Gut, und was sagt uns das, was mit dem Kondensator passiert, wenn der Strom fließt? Und nachdem das hier hochohmig ist, das da oben kennen wir ja noch gar nicht, wir schauen uns diesen Teil an, muss der Strom, der durch den Widerstand fließt, auch durch den Kondensator fließen. Das heißt, kann jemand gestikulieren, wie diese Linie hier weitergeht? Ja, perfekt, der hat es gestikuliert. So. So, das ist das, was wir hätten ohne diese Schmidt-Trigger-Schalter. Wir schalten quasi ein, die Ausgangsspannung geht sprunghaft auf ein hohes Level, nur die Diodenflussspannung trennt uns vom absoluten Maximum und dann fällt die Spannung langsam ab. Ja? Kann da T1 eigentlich jemals den Widerstand T1 erreichen? Also, dass man exakt dieselbe Spannung hat. Achso, okay, gut. Okay, aber wir haben jetzt hier einen Schmidt-Trigger in dieser Schaltung. Und jetzt überlegen wir uns, was passiert mit dem Schmidt-Trigger, solange wir hier das hohe Potenzial haben. Also wir haben jetzt ein hohes Potenzial, der Schmidt-Trigger hat vielleicht irgendwo zwei Schwellen. Ich zeichne mal diese Schwellen ein, die sind vielleicht, sagen wir, hier ist eine Schwelle vom Schmidt-Trigger und da ist die andere Schwelle von dem Schmidt-Trigger. Und beim Einschalten sind wir ganz klar in diesem oberen Bereich. Das heißt, haben wir hier High oder Low? Ist da hohes Potenzial oder niedriges? Das ist ein normaler Schmidt-Trigger. Das ist ein nicht invertierender Schmidt-Trigger, wir haben keinen Knödel. Dann haben wir High, oder? Dann haben wir High, genau. Okay, wenn wir da High haben, was ist die Basis-Emitterspannung von diesem Transistor? Wie muss sich denn der Basis vom Potenzial gegenüber dem Emitter verhalten bei dieser Art von Transistor, damit der Transistor leitet? Was ist das für ein Transistor? Ist das ein PNP-Transistor oder ein NPN-Transistor? PNP, oder? Das ist ein PNP-Transistor, genau. Das heißt, der Pfeil beim Emitter zeigt zum Transistor hin. Der Steuerstrom, der fließt beim Emitter hinein und aus der Basis hinaus. Damit der Steuerstrom beim Emitter hineinfließen muss und bei der Basis raus, wie muss sich das Emitterpotenzial zum Basispotenzial verhalten? Das Emitterpotenzial muss höher sein als das Basispotenzial.
Weil sonst würde der Strom in die andere Richtung fließen wollen. Okay. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, wir haben hier quasi High. Das heißt, dieses Potenzial ist hoch. Das ist im Idealfall unsere Versorgungsspannung. Und das ist auch hoch. Da haben wir dann noch diese komische Diode drinnen. Aber das heißt, dieser Transistor, der wird nicht leiten. Weil ich quasi keinen Spannungsabfall von hier nach da habe. Und damit kann ich diesen Teil der Schaltung ignorieren. Solange dieser Transistor nicht leitet, hat das keinen Einfluss. Das heißt, wir können auf jeden Fall bis zum Erreichen der unteren Schwelle sagen, diese Kurve, die ich da eingezeichnet habe, die stimmt. Jetzt werde ich das versuchen, jetzt ein bisschen dicker nachzuziehen. Ja. Okay, also das stimmt. Was passiert jetzt aber hier? Genau, der Ausgang geht auf Low. Wie verhält sich jetzt die Emitter-Basisstrecke von diesem Transistor? Der Emitter hat sich nicht verändert. Der biegt immer noch da oben nur durch die Diodenflussspannung. Jetzt ist er größer als die Basis. Genau, aber jetzt haben wir die Basis nach unten gezogen. Das heißt, es fließt ein Emitter-Basisstrom. Damit fließt natürlich dann auch ein Emitter-Kollektorstrom. Und was macht dieser Emitter-Kollektorstrom? Was macht der Transistor hier, wenn er leitet? Der fließt durch den R2. Ja, er überbrückt C1, der schließt C1 kurz. Und je nachdem, wie klein R2 ist, entladen wir schlagartig C1. Wenn R1 quasi gar nicht da wäre, dann wird man super schlagartig entladen, aber so machen wir halt nur ein bisschen schlagartig. Aber das, wir entladen den und zwar so lange, solange dass der Transistor leitet. Der Transistor leitet, solange der Schmidt-Trigger auf Low ist, am Ausgang. Das heißt, jetzt wird das Ausgangssignal hier raufgehen, bis zu diesem Punkt. Und da schaltet der Schmidt-Trigger wieder um. Und dann setzen wir einfach das fort, weil jetzt ist genau die gleiche Situation eingetreten wie hier. Die Schaltung ist im exakt gleichen Zustand. Wir entladen wieder langsam den Kondensator. Wir laden ihn wieder. Schlagartig entladen ihn wir. Wir laden ihn, schlagartig entladen wir. Und so kommen wir dann auf diese Wellenform. Gut. Jetzt haben wir anstrengende Sachen gemacht mit Schmidt-Triggern. Jetzt kommt noch mal eine Frage, wozu habe ich hier ein D1? Was macht diese Diode in der Schaltung? Eigentlich haben wir sie für die Erklärung nicht gebraucht, oder? Okay, also wenn du sagst, sie verhindern einen Kurzschluss, musst du sagen, zwischen zwei Netzen. Also was könnte möglicherweise kurz geschlossen werden? Aber sie verhindert keinen Kurzschluss. Also es ist... Nein. Genau, brauchst du durch den Kopf drüber zu brechen. Okay, nein, das ist nicht möglich. Aber wenn das hier quasi kein super idealer Schmidt-Träger ist, sondern sowas, was wir in der echten Welt in einem Chip haben, kann dann der Ausgang zwangsläufig ganz an die positive und negative Versorgungsspannung gehen? Können wir davon ausgehen, dass er das tut? Nein, können wir nicht. Also es gibt Bauteile, die können das, aber im Allgemeinen kann man nicht davon ausgehen. Das haben wir in Op-Amps auch schon gehabt, dass wir gesagt haben, so ganz nahe bei der Versorgungsspannung, da gibt es welche, die so Rail-to-Rail-Ausgänge haben, aber im Allgemeinen kann ich jetzt nicht mal davon ausgehen. Das ist mein ideales Bild, aber es könnte sein, dass die vielleicht nur auf 1 Volt auf diese Versorgungsspannung draufkommen. Und gerade wenn, also sollte es zum Beispiel eine Op-Amp-Schaltung sein, und das ist jetzt eine, die mit einem Op-Amp, der Single-Rail ist, der kann dann vielleicht ganz auf Masse mit seinem Ausgang, aber er kann dann nicht ganz bis zur Versorgung sparen. Das heißt, wenn der jetzt quasi, sagen wir, nur auf 1 Volt an die Versorgungsspannung rankommt, aber nicht näher, und wir hätten diese Diode nicht da, was würde dann mit dem Transistor passieren, wenn der Ausgang auf High ist von dem Schmidt-Trigger?
nennt man hier quasi High, aber High heißt 1 Volt unter der Versorgungsspannung. Hätten wir hier auch 1 Volt unter der Versorgungsspannung. Und wenn jetzt diese Diode nicht da wäre, dann hätten wir hier Versorgungsspannung. Das heißt, wir hätten einen Spannungsabfall von 1 Volt. Welchen Spannungsabfall brauche ich denn an einer Basis-Emitterstrecke, damit ein PNP-Transistor durchschaltet? 0,6 oder irgendwas? Ja, 0,6, 0,7, aber weniger. Das heißt, wir kommen nicht dorthin, dass wir den Transistor abdrehen. Und das ist natürlich ein Problem. Also machen wir hier noch diese Diode hinein. Damit sagen wir, dieser Punkt ist nicht Versorgungsspannung, sondern 0,6 Volt unter der Versorgungsspannung. Und jetzt kommen wir ohne Probleme mit dem Ausgang vom Schmidträger hier so weit rauf, dass wir sicher gehen können, dass dieser Transistor abgedreht ist. Das ist der einzige Grund, warum wir da oben eine Diode haben. Wenn wir einen Schmidträger haben mit Rail-to-Rail-Ausgang, brauche ich die Diode auch nicht. Gut. Hätten wir geredet. Ja, wir haben vorher die Frequenz nicht berechnet von diesem Oszillator, aber wir haben darüber geredet, wie die Strategie ist. Was ist jetzt der Unterschied in dem Fall? Also, wenn ich quasi vorher die Frequenz ausgerechnet habe und ich möchte die gleiche Strategie jetzt verwenden, was muss ich bedenken? Die Frequenz mal 2. Periodendauer durch 2. Ja, genau. Aber offensichtlich weißt du, was ich meine. Also, wir haben jetzt nicht mehr hier die steigende langsame Flanke, sondern die steigende Flanke ist urschnell. Und damit ist die Periodendauer nur noch halb so groß. Und wir haben vorher gesagt, wir müssten am Schluss, wenn wir uns ausgerechnet haben, wie lang das braucht für dieses Ladesegment mal 2, weil das Endladesegment auch noch reinkommt. Und das können wir uns jetzt sparen. Weil jetzt quasi nur die Zeit, die wir hier zum Entladen brauchen, ist bereits die Periodendauer von unserem Oszillator. Gut, also jetzt nicht einen ganz konkreten Vorschlag für eine Schaltung, sondern nur eine Idee, was müsste ich jetzt da ändern, damit das hier wirklich gerade ist und nicht nur so schräg. Also das ist ja immer so leicht geschrägt, weil es in Wirklichkeit ein Teil von so einer RC-Ladekurve ist und nicht wirklich eine gerade, flache Linie. Was müsste ich machen mit dieser Schaltung, damit ich diese gerade Linie hinbekommen. Was wäre da eine Strategie? Ich wollte dann ja, dass ich quasi den Kondensator gleichmäßiger lade und entlade. Also wirklich sage, so viel Volt pro Zeiteinheit. Das habe ich nicht bei der RC-Ladekurve, weil ja die derzeitige Ladung des Kondensators macht, dass weniger Spannung an den Widerstand abfällt. Und wenn weniger Spannung an den Widerstand abfällt, dann ändert sich der Strom, es fließt weniger Strom, dann wird der Kondensator langsamer geladen und damit kriegen wir eben diesen Effekt, dass es sich hier so abflacht. Da unten sehen wir es ganz extrem, aber auch in diesem Teil zwischen den beiden Triggerpegeln vom Schmidträger sehen wir, dass es so eine leichte Schräge hat. Die wollen wir weg, wir wollen, dass das ganz gerade ist. Vorschalten. Wo davor? Das ist schwierig. Also auch dieses Entladen funktioniert dann ja nicht mehr. Ich sehe, was du meinst, aber das ist. Wie kann ich denn sicherstellen, dass er gleichmäßig geladen ist? Was muss elektrisch am Kondensator passieren?